Stefaninho hier und herzlich willkommen. Wo sind wir überhaupt? Wir wollen jetzt starten, ne? Wir hatten ja eben ein geiles Pack-Opening gesehen. Ey, was sollen die Scheiße jetzt? Nein. Ey. Egal, dafür machen wir ein bisschen Musik. Vielleicht klappt es dann gleich. Wo sind die Scheiß-Dicks hin? Oh, oh, oh. Ah, da hinten liegt schon einer. Aber da fehlt noch einer. Egal, dann hol ich mal eben meinen Stick raus. Oh, 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 oh. Jawohl, es geht endlich. Wir wollen richtig zerstören. Wir sehen hier unser Team. Ich würde sagen, mit dem starten wir. Wir haben noch zwar ein paar andere Spieler, mit denen wir attackieren könnten. Wir sehen es hier. Xavi, Özil, Martinez. Ihr könnt ja gerne schreiben, wen ihr sehen wollt. Mir ist es eigentlich pieps egal, weil wir werden die sowieso zerstören. Gucken wir mir Pogba. Wir haben Fabregas, Wayne Rooney. Einfach nur eine knaller Mannschaft. Ich bin motiviert. Ich will die jetzt einfach wegknallen, die ganzen Gegner. Egal, wer da kommt. Egal, ob dann Cristiano kommt, Messi kommt. Wir werden die jetzt einfach zerstören. So, wir haben den ersten Gegner gefunden. Der hat aber coole Trikots, die gefallen mir, dieses Blaue. Wir nehmen natürlich hier, bisher hat er auch noch kein Spiel bestritten. 79er Gesamtbewertung mit, oh, zwei Griechen vorne. Ich glaube, das ist Fari Bang, Mitrolo. Keine Ahnung, wer ist das? Das ist doch nichts Besonderes. Los geht's, Freunde. So, Philipp Lahm, heute befreit von der Schule, kann für uns spielen. Nein! Woo! So, schön abgefangen hier den Ball von Pogba. Jetzt machen wir das Spiel schnell. Leiten weiter auf Rooney. Nimm dir den Ball mit. Und... Na, Mama. Nein. Foulspiel, gelbe Karte. Athanasiadis. Oh, Athanasiadis. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Nein. Leck mich am Arsch. Was war das denn für ein Tor? Torwart! Athanasiadis, wer ist das denn? Wo haben die den denn hergeholt? Reus, geh mal ab jetzt. Tempo will ich sehen. Ein Fehlpass nach dem anderen. Aber jetzt kommen wir hier durch. Miroslav Klose. Miroslav Klose. Golasso, der Klose. Golasso, 1:1. Klose mit dem wichtigen Treffer. Mein Gott, leck mich doch am Arsch. Stark gemacht von Klose. Unhaltbar, perfekt gemacht. Hey, aufpassen. Wir wollen hier keine Leute verletzen. So, schöner Pass auf Reus. Marco Reus geht nach innen. Marco! Ach, diese Athanasiadis da. So, Boateng, Junge. Boateng. Perfekt gespielt. Zack, der geht durch. Hordi. Oh! Hör mal! Rot! Glatt rot! Das hat so richtig. Bam gemacht! Marco Reus, komm schon, hau den mal rein, jetzt mach den rein. Ah, der bleibt hängen. Ja! Klose, Miroslav Klose. Wo ist die Rasse, wo ist die Kramme, Junge? Wir führen 2:1. Jetzt kommt doppelt dicke für den Gegner. Das war natürlich ein bisschen glücklich, aber das nehmen wir an, das nehmen wir natürlich an. Immer dieser scheiß Anstoßtrick, ich könnte kotzen, ne? Dass die das nicht mal beheben, ist echt... De Bruyne nimmt sich mal ein Herz. Oh. So, stark gemacht. Jetzt will ich mal was von Klose sehen. Der alte Sack, der muss doch mal laufen. Spiel mal rüber da. Auf De Bruyne, Übersteiger runter. Ah, leck mich doch am Arsch. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt wird's nochmal gefährlich. Hau den Ball raus. Was machen die da? Oh, dieser Athanasiadis ist richtig gefährlich da vorne. So, Marco Reus, geh mal vorbei jetzt. Du hast doch die Cojones. Ich sehe wieder nichts. Mann, ich sehe voll oft nichts. Immer wenn das schwarz wird hier, dann sehe ich nichts, weil irgendwie meine HDP... Ach, was quatsch ich da? Meine Elgato da irgendwie rumspackt. So, die ganze Seite ist da frei. Zieh mal durch da jetzt. Wayne Rooney, holt mal den Hammer raus. Ja, und das soll gleich bedeuten, mit dem Schluss, wir gewinnen das erste Spiel 2:1. War jetzt ehrlich gesagt nicht mein bestes Spiel. Ich muss mich erstmal reinfinden in den Turniermodus. Aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen besser werden. So, Freunde, das erste Spiel konnten wir gerade so ganz knapp gewinnen mit 2:1. Der Gegner ist richtig ruppig drangegangen. Hör mal, der dachte wahrscheinlich, das wäre schon das Finale. Aber war das ja erstmal das erste Spiel in der Gruppenphase. Der hat gleich zwei Spieler von uns verletzt. Voll der kaputte Typ. So, ich habe ein bisschen umgestellt. Ich habe Gündogan reingepackt für Cesc Fabregas, weil er mir nicht ganz so gut gefallen hat. Jetzt haben wir noch einen 4-Sterne-Skiller mehr dabei. Hoffentlich bringt er ein bisschen mehr Wirbel mit. Zocken jetzt gegen Brasilien. Nehmen wir mal die... Nein, komm, oder? Was macht er jetzt? So, passt doch.
Mal gucken, wie er das erste Spiel gespielt hat und viel mehr interessiert mich noch, wie, oh, der hat sogar gewonnen, aber sein Team sieht richtig schwach aus mit einer Chemie von 76, Bewertung 81, aber dafür hat er ganz gute Spieler mit Balotelli. Auf geht's ins zweite Spiel, diesmal müssen wir natürlich wieder einen Sieg holen, zack, geht direkt los hier mit. Wollen wir mal den ersten Angriff einleiten über Wayne Rooney, der hält sich ja bisher auch noch ein bisschen zurück, aber jetzt haben wir den angesprochenen Gündogan mit seinen 4-Sterne-Skills, Doppelpass, komm, lauf weiter, Junge, zieh durch, du bist doch schneller. Mein Gott, da werden wir hier nochmal kurz aufgehalten. Das interessiert uns aber nicht. Zack, gehen wir vorbei. Jetzt nochmal. Golasso! Golasso, Golasso, Golasso. Wer war's? Wer macht das 1-0? Ey, ich hab hier irgendwie keinen Ton. Was soll denn die Scheiße? Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie. Was ist das denn? Der bist so unbeweglich wie so eine Laterne, aber der kann gut schießen. Wayne Rooney 2-0. Diesmal geht's ein bisschen schneller mit den Toren, aber das Problem ist, ich habe irgendwie keinen Ton. Und ohne Ton zu spielen, ist wie wenn das Stadion leer ist, obwohl da 90.000 Leute sind. Deswegen ist das gerade ein bisschen kacke. Ich versuche das gleich hinzubekommen. Man hört einfach nichts, nur sich selber. Und dann ist das eigentlich unmöglich, hier richtig geile Laune, Feeling mit rüberzubringen, weil das ist echt Minus. Ach, der ist aber auch unbeweglich wie ein Stück Stein, ey. Aber De Bruyne hat auch wieder einen guten Schuss. 2-0. Golasso. 3-0. Und der Gegner geht direkt raus. Ja, so schnell kann das gehen. Also wir haben hier direkt das zweite Spiel mit 3-0 gewonnen. Der Gegner ist sofort rausgegangen. Was machen wir denn jetzt? Machen wir noch ein Spiel oder was? Ja, Freunde, ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei, deswegen machen wir jetzt einfach noch ein Spiel. Der Gegner war ja gerade richtig demoliert worden. Der hatte dann irgendwie wohl keinen Bock mehr. Wir spielen jetzt mal mit den anderen Trikots. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir den Gegner jetzt auch noch weghauen können. Wollen wir sich schon mal das gegnerische Team angucken. Also sein Team ist ein bisschen besser, aber auch noch nicht die 100er Chemie erreicht. 77er Gesamtbewertung, vorne Insigne, Mandzukic, Boateng, Pepe. Bah, leck mich doch am Arsch, so ein Scheiß-Tor, warum geht der nicht zum Kopfball da? Fällt da um wie so eine Bahnschranke, geh doch vernünftig zum Kopfball hin. Marco Reus geht hier vorbei an allen und da kommt Klose, da kommt Klose. Ah, schießt doch früher, da fällt dann auf die Fresse. Golasso, der Boateng. Oh, was für ein Stellungsspiel, willst du mich verarschen? Gerade noch so gehalten. Komm schon, Philipp. Philipp, schieß den Ball doch nicht weg, wir haben doch Zeit, Junge. Mein Gott, immer diese verrückten Torhüter auf Rille da immer. Leck mich doch am Zuckerli. Komm, jetzt führen wir schnell aus. Marco Reus macht das hier prima. Golasso, der Marco Reus. 2-1. So wird's gemacht. Ganz schnell ausgeführt. Marco Reus fackelt nicht lange und knallt ihn dann unten links in den Winkel rein. 2-1. Fortunis, der braucht jetzt richtig viel Fortunis, damit er das Spiel hier noch gewinnen kann. Denn wir schicken hier De Bruyne auf die Reise, der ist doch durch. Geh vorbei. Oh, Ruben Micaela wieder hier mit seinen 3-Sterne-Pässen. Der kommt auch ganz gut an, aber ja. Zack. Oh, Miroslav Klose, 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 Klose. Miroslav Klose spielt den tödlichen Pass auf Wayne Rooney. Wayne Rooney, Wayne Rooney. Golasso, der Wayne Rooney. Oh, das hat aber wirklich stark gemacht. Der Torwart guckt noch so hinterher, wie bei der Matrix. Er geht mir gerade ein bisschen auf die Eier mit seinem Samba rumgetanzt, oder? Wir zeigen ihm jetzt mal, wie das funktioniert. So, De Bruyne, zack, geht da vorbei. Wir haben hier so viele 3-Sterne-Skiller, das geht mir richtig gegen den Strich. Und der ist einfach zu langsam. Hallo! Mein Gott, leck mich doch am Arsch, ey. Guck mal, da haben die wieder gepennt. Die dachten schon, es sei vorbei. Aber der Gegner kommt nochmal zurück. Jetzt wird's wieder spannend. Insigne. Komm, bleib dran, Junge. Bleib doch dran. Das kann doch nicht wahr sein. Willst du mich verarschen, Joe Hart? Was machst du denn da? Und Boateng vorher. Geh doch mal dran da. Mann! Oh, was machst du denn da, du Vogel? Leute, wollt ihr mich verarschen? Stark gemacht hier von Marco Reus. Perfekt gemacht! Das gibt's doch gar nicht.
Leck mich doch am Arsch. Doppelpfosten. Der mit seinen 1,60 da. Ja. Junge, zieh mal durch jetzt. Klose, 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 Klose. Golazo. In der 89. Minute. Klose und er seine Klasse hier raus. Der Tower, der Mann. Aber der weiß gar nicht mehr, was los ist. Perfekte Schusstäuschung hier. Der Gegner grätscht ins Leere und einfach nur schön eingeschoben. Ja, da freut sich sogar der Marco Reus. Wir haben das Spiel gewonnen. 4:3. Was für ein spannendes Spiel. Wir sind qualifiziert. 2500 Münzen, ein Set mit einem Spieler. Wir haben ja noch zwei übrig, deswegen würde ich sagen, ziehen wir die auch jetzt direkt mal. Miroslav Klose macht den Unterschied aus. So, wir ziehen jetzt zum Abschluss noch die drei Gratis-Sets. Mit einem Spieler ist da mal drin, das heißt, wir kriegen noch drei Spieler. Vielleicht ist ja was Gutes dabei. Wir hoffen auf einen geilen Spieler und bekommen einen Scheißspieler. Was ist das denn? Hey, der Castillo, den können wir nicht hier brauchen, ne? Ach, meine Güte, Idrissou. Freunde, ihr wisst ja, ich habe es ja angesprochen. Jetzt pro 500 Likes kriegen wir... ziehen wir ein Pack, das heißt ein bisschen weniger, aber wahrscheinlich werden es immer noch viele. Liegt dann an euch. Ja, Freunde, das war es soweit von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal wieder nach ganz langer Zeit Spiele mit Facecam. Das gab es ja bei mir so gut wie noch nie, vor allen Dingen drei Stück. Deswegen bin ich da auch noch nicht so der Beste. Muss mich da langsam reinfinden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ja gerne eure Kommentare, euer Feedback unten schreiben. Mein Gott, ich bin schon ganz aufgelöst. Leck mich da am Zuckerli. Idrissou will direkt ins Team rein. Ja, Freunde, das war's. Haut rein und ciao. So, Freunde, wir kommen zum Rechnungskopf. Auf Rechnungskopf.